Es ist ein Urteil, das in der Fußball-Bundesliga mit Spannung erwartet wurde. Das Landesarbeitsgericht hat die erstinstanzliche Entscheidung im Fall Müller gegen Mainz 05 gekippt. Der frühere Mainzer Torhüter hatte geklagt, da er 2014 vom damaligen Trainer Thomas Tuchel aussortiert worden war und so nicht auf genügend Einsätze für eine automatische Vertragsverlängerung kommen konnte. Heinz Müller forderte von Mainz 05 261.000 Euro Entschädigung. In erster Instanz war die Entschädigung ebenfalls abgelehnt worden. Allerdings hatte die Richterin entschieden, dass dem Fußballer ein unbefristeter Arbeitsvertrag mit gesetzlichen Kündigungsfristen zustehe. Im zweiten Prozess ging es also darum, ob in Zukunft Fußballer von den Vereinen fest angestellt werden müssen. Die vierte Kammer des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz hat hinsichtlich der Befristung des Arbeitsvertrages mit Herrn Müller durch den Verein Mainz 05 die angefochtene Entscheidung aufgehoben und die Klage abgewiesen. Es ist anders als das Arbeitsgericht davon ausgegangen, dass die vertraglich vereinbarte Befristung rechtswirksam war, weil es der Eigenart der Arbeitsleistung geschuldet ist, dass Profifußballvereine befristete Arbeitsverträge wegen dieser gesetzlichen Regelung abschließen können. Für 05-Manager Christian Heidel stand in diesem Prozess die Zukunft des Profisports auf dem Spiel. Ich glaube, dass das gesamte System aus den Angeln gehoben worden wäre. Und dieses System ist sehr, sehr erfolgreich weltweit, nicht nur im Fußball, sondern in allen Bereichen. Ich glaube, es ist gar nicht absehbar, welche Veränderungen hätten kommen können, wenn die Befristung von Arbeitsverträgen, insbesondere im Mannschaftssport, ausgeschlossen wäre. Heinz Müller stand für ein Interview nicht zur Verfügung.